Vielleicht kommen wir zu lustigeren Sachen, was mit Drohnen zu tun hat. Das fand ich nämlich wirklich witzig. Eine Drohne mit einer Clownsnase. Fridays for Future. Ja, total nervig. So. Oh, und damit ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Ich bin Robin Osterafu. Und ich bin Tinko Anrancher. Und wir sind Brennpunkt Internet. Zu Anfang noch eine kleine Triggerwarnung für die Oma am Empfangsbolzen. Wie geht's dir heute? Ja, ich muss sagen, ich habe die Nacht ein bisschen wenig geschlafen. Ich bin noch ein bisschen müde. Ach, schade. Aber es ist ja ganz was Neues, ne? Ja, durchaus. Und was hast du heute so für Themen? Also, es kommt wieder der virale Hitler und der virale Trump. Was gibt's noch? Gab's eine Weile nicht, ja, stimmt. Es gibt noch den viralen Mussolini. Ja, stimmt. Aber ja, sehr selten. Wer bist du denn? Hallo, ich bin Herodes. Hallo. Was machst der du denn hier? Der virale hier? Kim Jong-un. Ich bin Freund Nosferatu und wieso gibst du den Leuten die Hand? Die sehen das nicht im Radio. Aber sie hören es. Wir sind übrigens, und das wird die Soundqualität erklären, 4 Leute in einem 3-Mikrofon-Studio. Also wir müssen uns jetzt halt gucken. Also manchmal muss Tino da reinsprechen und manchmal muss ich hier drüben reinsprechen. Ja, wir können es. Wir müssen halt uns ein bisschen rüberlehnen manchmal. Das macht nichts. Ihr müsst einfach nur, ich habe hier bestimmt ein bisschen Tape rumliegen und ihr klebt eure Köpfe zusammen. Und funktioniert das? Vielleicht hast du auch noch so 5 Euro Saturn-Mikrofon. Dieses alte, was du dir mal an den Finger geklemmt hast, können wir das irgendwo einstöpseln vielleicht? Das habe ich gerade nicht vorrätig. Ach Mensch. Außerdem ist das nur so Mono. Da kommt dann eine Stimme nur auf einem Ohr. Reicht doch. Ja, stimmt. Ja, hi, na? Also sag mal, kenne ich dich? Nee. Also ich finde es langweilig, dass ich immer der einzige Gast bin, der hier ist. Ja. Und so dachte ich, habe ich jetzt mal so irgendjemanden von der Straße mitgenommen. Ja, wir haben uns gerade getroffen und dachten. Ja. Okay, sweet. Ja, ich muss halt nachfragen. Ich habe das sehr oft, dass ich Leute kennen müsste. Sie hat meine rechtsextremen Witze gefeiert und dachte ich, okay, die hält das auch hier durch. Die passt dazu, okay. Ja. Schön. Das ist ja wundervoll. Hier steht mein Name. Ja, Mario. Mario. Hat sich ja eben schon vorgestellt. Ich Mario. Aber also vor einer Minute habe ich dich kennengelernt. Hallo, schön. Wir haben 58 angefangen, ja. Dass wir das endlich mal uns merken. Denn wir haben mal wieder hier keinen Ausschlag. Es ist alles super unprofessionell. Und das Unprofessionellste ist, dass wir Aufnahmezeiten haben, die einfach scheiße sind. Das letzte Mal, wir haben im letzten Podcast gesagt, oh, CSU, neue Folge und so, wird es bestimmt nicht geben. So eine Stunde hast nachdem du wir... Ja, okay. Haben wir gesagt... Eine Stunde, nachdem wir gesagt haben, ey, das wird's nicht geben, so fertig produziert, sagen wir, ne? Neue Folge, aber egal, davor aber gibt's noch andere Sachen, glaube ich, zu klären. Ganz ehrlich, es mag daran liegen, dass die Latte fucking niedrig war, aber ich fand das Video besser. Ja, war's ja auch, besser, aber ja. Es war ja auch, also sie wussten ja, was sie tun, so, die sind ja auch jetzt nicht dumm. Die erste Hälfte war okay, finde ich, so, wo dieser alte Herr da stand, der war echt schön. Herr der Kirche, danke Amadeus. Hä? Ich liebe das, Alter. Ich bin zu müde, um zu reagieren. Du meinst wohl der Herr innen, der da stand. Der Herr innen. Die Person, was ist denn das für eine Scheiße? Sind wir jetzt schon mitten in den Themen oder was? Ich habe hier aufgeschrieben, hallo Datenautobahn, das hast du sehr gut übernommen, Maya. Gerne. Ausgezeichnet, aber dann steht hier noch, wie geht's, ja. Ich spiele gerade Horizon, aber es ist leider nicht Metal Gear Solid 3. Mhm. Tino, wie geht's dir? Haben wir doch geschlafen. Achso, wenig geschlafen hatte. Ach stimmt, ja. Schon alles dann, ich habe MyLab geschaut, ja, weil wir letzte Mal diese Gender-Debatte haben. Jetzt haben wir auch unsere Frauenquote so halb erfüllt. Mhm. So eher nicht halb, sondern 50% ist halb erfüllt. Also. Ja, siehst du? Und ich habe mir dieses Video angeschaut, was Tino da das letzte Mal angepriesen hat. Und auch dieses Video kommt nicht zu dem Schluss, dass das bereinigte Gender Pay Gap aufgrund von Sexismus existiert. So, das wollte ich ja nochmal sagen. Okay, nächstes Thema. Nein, sie sagt es nicht, aber ich glaube, ich hatte dir nur ganz kurz auch geschrieben, dass es ja auch kein Zufall ist, dass die Berufe, in denen Frauen stattfinden, dass sie halt weniger bezahlt werden. Das ist ja auch so irgendwie... In den Frauen stattfinden. In den Frauen stattfinden, genau. Ich würde gerne mal in Frauen stattfinden. Das können wir arrangieren. Kennst du Tinder? Ja. Leg los. Okay. Neues Semester, neue Erstis. Aber ich will nicht auf Tinder, ich will auf dieses andere, wo gewisse Politiker zu finden sind. Wie hieß das nochmal? CDU.de. Nein, ne? Es gibt Abgeordnetenwort. Politiker, Mann. Ach so, wie heißt denn das? Du meinst das für Männer, die Männer mögen? Ach, ekelhafte Schwuchteln.
Ey, weißt du, was die machen? Das ist so, oh, das musst du dir vorstellen, das ist überhaupt nicht normal. Weißt du, Gott hat uns gar nicht dafür geschaffen, dass wir so, ja. So dass man Mann und Mann, das ist gar nicht so geworden. Ich hab's gerade schon mal erzählt, aber ich erzähl's gerne nochmal, das ist so unfassbar. Ne? Gestern auf dem Markt gewesen, beim Film hier, Peter Lustig und so, war so eine nette Dame, die hat dann gleich gesagt, ey, ich bin originale Russin und so. Ich habe sie nur gefragt, ob dieses Fell, was darum liegt, original ein lebendes Tier mal war, so. Und sie hat direkt übelst in Angriff gegangen. Ja, hier, und das, ich komme aus Sibirien, das ist ganz normal. Jede russische Frau muss so ein Ding im Schrank hängen haben, irgendwie einen originalen Mantel im Schritt haben, genau, so einen fetten Mantel im Schritt. Ja. Aus dem Nichts merkt sie dann auf einmal nach 7 Minuten, dass seine Kamera die ganze Zeit da ist. Und ich habe so gesagt, ja, okay, dann wir fragen natürlich, ob das für sie okay ist. Nee, wenn jetzt die Kamera einmal da ist, da muss ich jetzt aber mal wirklich in Zellamelis, da ist im Netto, da ist ein großes Plakat, da werden Kondome angepriesen. Und ich wusste sofort, was kommt, ne? Und da sind 2 Männer zu sehen, wenn die Kinder das sehen, ja, diese Propaganda. Die werden sofort schwul. Ja, es war halt wirklich ihre Meinung, dass Kinder, die 2 Männer sehen, dass sie dann schwul werden. Ja, wir kennen das doch auch so von der Gerolsteiner Werbung, ja, so prickelndes Wasser, so, dass man sofort zur Flasche wird. Wenn man die Werbung du hast schon zu viel Gerolsteiner geguckt. Okay, jetzt hast du einen übrig gegen mich. So. Was? Julia Reda, halt die Fresse. Ja, Maja, wo kommst du her, wo gehst du hin? Wir sind hier gerade noch nicht in den Themen, deswegen... Ja, Kino geht auch mal gleich wieder weg. Ja. Also, ich wohne in Bad Berka. Jetzt habe ich es gesagt. Alle zu dir nach Hause. Ja. Warst du vor 2 Wochen bei dem Geschirrt aber geil? Nee. Oh. Weiß nicht, da habe ich ganz coole andere Sachen gemacht. Das ist, glaube ich, nicht mal 2 Wochen, das ist 1 Woche sogar nur. Okay. Doch, letztes Wochenende, ja. War mir zu blöd. Nein, sie wohnt Altschauerberg, wie heißt die Adresse? 89448 Emskirchen. Genau, Emskirchen wohnt sie. Besucht sie. Drachenlord und Herr Newstime, die haben auch wieder Beef. Aber egal. Maja, na? Was geht in Bad Berka? Oh, in Bad Berka geht gar nichts. Ja. Ja, deswegen bin ich jetzt nach Gera gezogen. Nein. Ich wohne in einer Stadt, in der nichts geht und ziehe nach Gera. Alter, das war strategischer Beef. Was war denn da die Idee hinter, bitte? Arbeiten. Ich arbeite jetzt mit kleinen Kindern zusammen. Das macht super viel Spaß. Es fühlt sich ungefähr an, wie in diesem Podcast hier zu sitzen, oder? Ja, naja, die Sache ist halt, ich kann gut mit Kindern arbeiten, aber ich mag es noch mehr, sie zu mobben. Also das ist schlimm, ne? Wenn 16 Uhr dann Arbeit vorbei ist und die Kinder halt noch in dem Jugendwaldheim, wo ich arbeite, sind, dann werden die immer gemobbt und das macht Spaß. Kannst du in den Kloschüsseln. Ja. Okay, ja, ich habe ja mal ein Jahr in einem Kindergarten gearbeitet und wenn da Kinder hinfallen und du darfst nicht lachen, weißt du, das ist halt wirklich echt gemein. Ja, sadistisch. Sweet. Gera. Ich glaube, Gera war so die NPD-Hochburg in, NPD sage ich schon, hoch. Freundschaft, Versprecher, AfD-Hochburg in Thüringen. Ganz anders. Das kann ich bestätigen, alles voller Plakate. Okay. Noch schlimmer als hier. Oh. Ja, schön. Dann, Maja. Kannst du uns live aus dem Schützengraben berichten? Ja, ich war bisher nur einmal im Lidl, glaube ich, in der Stadt. Ansonsten oben auf dem Berg, also ich kriege nicht so viel mit, aber... Mehr ist da auch gar nicht, ne, Gera? Ja, Lidl ein Berg. Und ein AfD-Plakat. Und wieso bist du eigentlich heute hier? Gibt es in Gera kein Klima? Gibt es in Gera keinen Brennpunkt? Nee, leider nicht. So was Cooles gibt es nur hier. Oh. Ja, ihr hört ihr es, ja? Ja, schön. Dann noch eine kleine Sache, die habe ich nicht geantwortet. Welche, was denn? Weil wir uns beim Fridays for Future getroffen haben und... Ja, aber hier. Ja, hier. Aber warum hier? Weil ich das Wochenende über hier bin, in der Heimat und in Weimar halt der beste Fridays for Future ist. Okay. Finden wir alle. Ja. Warum? Ich glaube, hier ist die Stimmung ganz gut. Also Erfurt ist, glaube ich, ziemlich lame. Also nichts gegen die Erfurter, aber mach mal mehr Stimmung. Doch alles gegen die Erfurter. Also Erfurt, ganz ekelhaft. Ja, Erfurt ist schön. Schön deutsch. Und schön deutsch soll es bleiben. Was ist los mit euch, Leute? Seid ihr nicht normal? Ja, hatten wir... Warte mal, ist das letzte Woche gewesen? Nee, ne? Das war diese Woche, oder? Dieses Bernd-Höcke-Interview. Bernd, war diese Woche, ja. Mann, wir müssen jetzt langsam mal an die Themen kommen. Ja, Höcke die Bernd. Themen... Ja. Das machen wir nie, aber jetzt haben wir es mal gemacht. Der Höcke Bernd hatte ein ZDF-Interview. Da fand ich fliegt direkt das Studio auseinander. Ein Interview im ZDF, das Sommerinterview, glaube ich, oder irgendwas anderes. Und ihm haben die Fragen nicht ganz gepasst und er war emotionalisiert von den Fragen. Und sein Kollege... Das waren die Fragen auch ein bisschen assi.
Aber das ist emotional, da kannst du nicht mit Logik. So, das ist ja schön, dass du hier eine Gegenmeinung in den Raum posaunst. Du hast das Interview wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nee, aber in Gera kriegt man nicht so viel mit. Ja, okay. Ja, also du fandst sie fies, aber also, ne? Muss doch ein Politiker abkönnen, oder? Bin ich auch. Na gut, dann sind wir uns ja einig. Also ja, ich versuche so viele Leute wie möglich zu verstehen, aber wenn halt wirklich die Vereinbarung war, es geht nur nebensächlich um die Sprache und vielmehr um irgendein Landtagswahlenbums und Programm und er ist da mental vorbereitet, versteht man schon ein Stück weit. Das hat Bernd behauptet, aber dann kam es dann doch raus, dass die doch gesagt haben, es geht auch viel um die Sprache. Ja, die haben gesagt, wir werden ihnen ein Video vorspielen, wo ihre eigenen Kameraden sie fertig machen, reagieren sie da mal bitte angemessen drauf. Genau. Und bleiben sie da mal bitte cool. Genau das haben die gesagt. Und damit haben sie nicht hingekriegt. So. Die Kameraden also. Ja, aber ganz, habe ich das gesagt? Ja. Großartig. Aber ich wäre auch angefressen, wenn mir sowas vorgespielt wird und dann hier sagen sie so Videos von Kalle und mir. Der Herodes, also es könnte jetzt von Herodes sein oder von Hitler, dieses Zitat. Also. Nee, fände ich ja cool, wenn ich mit Hitler verwechselt werde. Was wäre denn bei mir ein Problem? Ja, stell dir vor, jemand würde sagen, meine Sprache klingt so wie die von Julia Reda. Ja, stimmt. Also, ich rede genauso wie die und du hast es von der. Dann wäre ich angefressen, heißt du? Mit Recht. Nee, aber Spaß mal beiseite. Er meint ja dann auch gegen Ende, das ist immer dieselbe Leier und ich glaube, es ist nicht professionell für einen Politiker, halt in einem Interview die Schnauze voll zu haben, das ist klar, aber ich verstehe, wie er sich gefühlt hat. Wirklich völlig außer Acht gelassen, welchen Scheiß er gemacht hat. Ich verstehe auch, wie sich Hitler gefühlt hat. Völlig außer Acht gelassen, was er in der Vergangenheit für Scheiße gebaut hat. Ich meine jetzt nur diese Situation. Ja. Ich muss ja kurz erklären, was in der Tontechnik gerade passiert ist. Ich dachte so, ich mache mal ein Stück lauter, weil ihr euch ja ein Mikrofon teilt und beide weg seid. Und in dem Moment fangt ihr übelst beide an mit Schreien, Alter. Also ich kann auch Hitler verstehen, dass er sich erschossen hat. Ja, es ist ja trotzdem kein Grund zu sagen, oh, er hat irgendwie recht. Oder ja, es war angemessen, die Reaktion. Vor allem das Schlimme war. Er hätte sich einen Therapeuten nehmen können. Das Schlimme war ja. Red dich nicht auf. Komm. Also, mein persönlicher Skandal war ja eigentlich, als er am Ende gesagt hat: Ich werde mal eine wichtige politische Figur und passen Sie auf, wie Sie mit mir umgehen. Siehst du, das habe ich nämlich auch zu dir gesagt, dass ich das komisch ganz fand. Kurz, ja. Hast du es wirklich so verstanden, dass er als politische Figur dem Interviewsteller irgendwann mal einknasten wird? Oder wie hast du es verstanden? Nein, einknasten jetzt nicht unbedingt, aber dass er irgendwann konsequent... Ausrotten. Er hat gesagt, Zitat, ja. Ich werde mal eine interessante politische Persönlichkeit und werde Ihnen keine Interviews mehr geben. Also ich habe dann auch ein bisschen eingelenkt, als er das nochmal gesagt hat, so interessante Persönlichkeit oder politische Persönlichkeit. Ja, also er meint halt, Herodes meinte er ja so, dass es so, ich werde mal berühmt, weißt du, und dann kriegst du kein Interview mehr. Ja, das ist halt die Kunst der AfD, immer zu sagen, also immer Zweideutigkeit zu artikulieren und dann behaupten zu können, so war es gar nicht gemeint und ach, ich bin nur ein alter Opa, der seine Badehose verloren hat. Haben die das mal gesagt? Gauland hat mal seine Badehose, also die wurde ihm gestohlen. Oder seine Klamotten, als er baden war. Ah ja, stimmt. Da und dann gab es Nacktfotos oder was? Oh, geil. Nee, aber wie er so eine Badehose so irgendwie so dann zur Polizei geht und so ganz traurig ist. Ganz traurig. Tino, Geschichtenerzähler. Es ist so. Irgendwas ist passiert mit deiner Badehose. Der ist dann traurig zur Polizei gegangen mit Badehose, ja. Obwohl sie geklaut wurde. Das gab es schon. Nee, nicht seine Badehose. So eine war das. Ich glaube, er war baden mit seiner Frau und dann haben sie ihm die anderen Klamotten geklaut, so rum war es. Und da ist dann in Badehose der Polizei und da gab es so ein schönes Bild von ihm. Da war der Gauland im Klauland. Quasi. Gott, Alter. Ja, was halten wir jetzt davon, von dem Interview? Das war die virale Hitler der Woche. Das ist richtig. Und ich würde der Woche dann auch eine 7 von 5. Wir sind noch nicht so weit. Ey, wir haben eigentlich immer mache ich alles falsch, ey. Ich komm hier rein, ja. Bist wieder nicht vorbereitet. Wo sind deine Unterlagen? Ich guck hier mit rein. Okay, lies mal was vor. Ja, das Lindemann-Album F&M, steh auf. Okay. Das ist eher so. Das steht bestimmt für irgendwas Nationalsozialistisches wieder. Ja, für Faschismus und Mussolini. Mussolini, genau. Ja. Es war eher so ein Thema für, wenn wir gar nichts mehr haben, dann mache ich das. Sie für patriotische Hurensöhne sind. Sie redet die ganze Zeit nicht. Ja, ich fühle mich, ich weiß nicht, kann ich mitreden? Du musst dich einklinken. Guck mal, hier. Ich gebe dir meine Notizen jetzt mal. Da steht Themen und da unten drunter ist ein großes Thema. Letzte Woche schon schlechtes Aufnahme. Nee. Ja, das habe ich schon gesagt. Ich habe eure letzte Folge leider noch nicht geguckt. Ich habe kein WLAN zu Hause im Moment. Gelesen. Es ist ganz wenig Daten. Ja. Dann. Nein, da steht Area 51.
Naruto Run, da kann ich mitreden. So, nein, fuck, Alter. Schade, dass das nicht offen ist. Ich hasse dieses Studio. Das ist heute, oder? Also heute zum Aufnahmetag. Ja, und deswegen habe ich schon hier auch stehen, wieder schlechtes Aufnahmedatum. Ja. Weil jetzt gerade werden da die Leute wegerschossen. Ja. Ich guck mal, ob schon auf Google News irgendwas steht. Nee, es ist ja in Amerika, ist ja früher. Also die haben jetzt ja irgendwie, was haben die, um 2 nachts oder sowas. Aber mal deine Prognose, wie war denn der Naruto Run? Die Ausstrahlung ist ja erst in 2 Tagen, deswegen, es ist ja quasi passiert. Vor einer Stunde erste Festnahmen bestätigt. Lass mal, sollen wir mal versuchen raus oder zu erraten, was passiert ist. Es zu resümieren. Also, wir wissen ja nicht, was passiert, also es gerade noch passiert. Es ist ja okay. Sonntag heute. Ja, ja, es ist keiner da. Oder so ein einzelner Cosplayer oder so im Naruto-Style. So ganz einsam, ja. Einer. Und der rennt dann so von rechts nach links so hin und her. Habe ich schon ein erstes Video gesehen, also das finde ich super witzig. Ja. So ein wirklich Nachrichtensprecher, dieser ganze Beitrag hat gewirkt wie Satire, aber es war halt echt so. Und im Hintergrund läuft halt echt schon einer so vorbei. Super geil. Aber ich glaube echt nicht, dass sie bis da rankommen. Das sind ja auch irgendwie 100 Kilometer oder so von dieser Aber ich glaube trotzdem, dass die Medien da sind. Also ich glaube, das werden sie sich nicht entgehen lassen. Ja, ich habe Bock. Also und zufällig, soll man noch schnell hin? Zufälligerweise wurde auch vor ein paar Tagen ein UFO gefilmt von der US Navy. Sie sagen sogar selbst, sie wissen nicht, was es war. Sie haben es als UFO klassifiziert, was nicht heißt, dass es Aliens sind, aber zumindest heißt dann nur unbekanntes Flugobjekt. Und es hat sich sehr schnell bewegt und sie rätseln. Sie haben diesmal keine Lösung. Sonst sagen sie immer Wetterballon oder Trump oder so. Zwischenfrage, kann Naruto fliegen? Ich habe auch gerade irgendwas aus dem Naruto-Universum, aber es gibt nichts, ne, was so... Ey, ich kenne mich da oder gar nicht von aus. Dragon Ball diese gelbe Wolke, wo sie dann Jin einfach so runterspringen. Das ist ein riesen Crossover. Ja. Ein Real-Life-Crossover. Das wäre geil, ja. Robin, doch. Du hast doch noch das. Nee, hast du das Son Goku-Kostüm noch? Irgendwo müsste es sein, aber ich weiß nicht wo. Ey, deine Kostüme, dass die immer verschwinden. So. Das ist ja nur 1000 Millionen Stunden Arbeit. Der vertickt die einfach. Nein, also keine Ahnung. Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Nee, aber irgendwo müsste es sein. Ich dachte eigentlich bei dir, aber da war es ja auch nicht. Da oben. In dem Kapuff. Ah, nee, war da, genau. Ich hab's. Das Thema wegstreichen. Naruto, Area 51. Nee, das Video fand ich voll lustig. Gab's dazu noch irgendwas? Es gab ja auch schon 2 Verhaftungen, was wir letzte Woche schon besprochen haben. Die ersten. Die haben halt auch, die wurden interviewt, diese Holländer da. Ja. Und das hat sich auch wie geskriptet angefühlt, aber es war halt echt. Das war so strange. Real life. Was haben die gesagt, die beiden? Dass sie irgendwie ins Gefängnis hätten müssen, aber sie haben sich darauf geeinigt, dass sie jetzt auf Bewährung, wenn sie innerhalb von 3 Tagen das Land verlassen, also irgendwie gestern mussten die aus den USA fliegen, um keine Strafe zu bekommen oder so. Ah, das war irgendwie der Kompromiss. Sonst wären die ein Jahr im Knast gewesen. Ich glaube, sowas ungefähr haben sie gesagt. Sehr interessant. Ist ein fairer Tausch. Aber das waren ja auch nur 2. So, auch der Bericht sagt, bei 2 Millionen, ja, wenn da nur 1% kommt, dann ist es 20.000. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Ja, aber keine Ahnung. Aber es kommt, glaube ich, fast keiner. Also ich glaube auch, da geht es ja auch um Menschen, aber die in 2000 kommen. Do it for the memes. Es wird ja auch parallel irgendwie so ein Festival noch gemacht. Ich mach das hier mal runter, ich kann dir nicht in die Augen schauen. Ja. Ist komisch. So. Spielen die Onkels? Ja. Nein. Um die Aliens zu vertreiben quasi. So. Nein. Tino, warum? Böse Onkels abgehakt. Ja, vielleicht durch die Onkels gedisst. Ja, also, Naruto. Wir sind gespannt. Du hast vorhin erzählt, du kannst gut mit Kindern, wir haben nichts über Lord Abaddon gesagt. Haben wir verpasst. Müssen wir später nochmal machen. Oder Julia Reda, die ja auch erst 16 ist. Gott, Alter. Dieses Ding wird nie sterben. Ja. Wie hast du gerade über Greta Thunberg geredet? Was ist das dumm? Da lachen wir alle. Ja, die waren wieder. Hühner. Gott. Ich bin nun alt. Gott, Alter, Sapperlot. Ja, die war tatsächlich auch wieder Großthema. Die größte News auf Reddit war keine News, meiner Meinung nach. Einfach nur was sie gesagt hat. Da können wir ja vielleicht anknüpfen, weil ihr wart ja zugegen, gerade bei der Fridays for Future-Demo. Beim beziehungsweise ist ja eigentlich gar nicht Fridays for Future in dem Sinne, oder? Es ist ja so ein separates, schon. Am 20. machen wir alle. Es ist ein bisschen wie AfD und NPD, es ist schon die gleichen Inhalte, aber... Ja, okay. Und eine andere Flagge quasi. Ich habe mir in der Zeit ein Stück Pizza geholt, deswegen kann ich vielleicht nicht ganz so viel mitreden, ob da jetzt gut... Aber auf jeden Fall war sie in den Nachrichten vertreten, weil sie gesagt hat, wir wollen nicht von euch gepriesen werden, wir wollen das nicht. Bla bla bla, invite, bla bla bla, bla bla, warte, Moment. Ja, also sie sagt halt im Grunde einfach nur, hört auf, uns zu loben, ohne irgendwas zu machen. Das wollen wir nicht, wir wollen Action so. Und das war halt die größte Nachricht der Woche, also auf Reddit jetzt so.
haben alle übelst hochgevotet, haben alle gehypt. Im Endeffekt ist es jetzt nichts. Ja, es doch, aber sie meint, dass immer alle nur twittern und teilen so, ja geil, Umweltschutz, aber machen eigentlich gar nichts. Kaufen noch Plastik und... Ich verstehe das schon, ja. Ja, ja. Aber im Grunde ist ja nichts passiert. So. Also, tolle Meldung. Ja, deswegen ja. Also, naja, ja, ihr wart bei der Demo. Sie hat eine schöne Rede gehalten, die Greta, in den USA. Hat eine Rede gehalten. Ja, das passt ja voll. Wo sie gesagt hat, I also have a dream und so, und hat halt abgekupfert von Martin Luther King. Martin Luther King. Und der hat war eine schöne Rede. Der hat so 16 Bars an die Kirchentür angehauen. 16 Bars, ach so, gar nicht, okay. Ich dachte jetzt halt Bars, dass die so halt so Kneipen. So Tresen an die Kirchentür. Martin. Nein, es war halt voll heute auf dem Theaterplatz. War viel los. Ja. Auch schöne Reden, natürlich sehr. Ja, es waren jetzt keine Rhetoriker, aber es war halt. Das habe ich halt noch mitgekriegt. Ich war bis 2025 ungefähr da und ich frage mich immer, warum da nicht irgendwie ein paar Leute kommen, die ein bisschen. Da war einer, der hat so ein bisschen Hitler machen können. Ja, da gab's doch einen, der hat so komisch geschrien oder eine. Das, wo ich doch gesagt habe, das ist doch der Herr Newstime-Effekt so. Ja, ich meine, man muss halt nicht in ein Mikrofon reinschreien, das schon laut genug ist. Das ist ja die vorhin oder bei den letzten Demos? Vorhin halt. Gerade eben. Ja. Sagen wir, jetzt war muss ich ja, noch nicht da. Du musst ja aber doch nochmal reingrätschen. Ja. Du. Ich. Du jetzt da drüben. Ja. Ja. Reingrätscher Thunberg. Nein, ich mach weiter. Simon reingrätschen. Ma. Jetzt, du. Kanntest uns aber, oder wie? Ja, ich verfolge euch seit einiger Zeit und... Das ist ja eine interessante Information, ja. Hallo. Wie gesagt, ich habe dich vor einer Minute Start des Podcasts kennengelernt. Und hallo. Ja, ich und Tino kennen uns, also. Genau. Ach so. Ja. Da ist die Connection. Ihr seid alle so dumm. Ach so, du hast bis jetzt gedacht, dass ich von der Straße... Ja, ich traue, also ne, wir sind ja kleine Trolle, so. Ich traue ja Herodes zu, dass er einfach dich random kennenlernt, ja. Irgendwie ins Gespräch kommen und sagt, ich gehe jetzt zum Podcast. Ist das nicht genau, wie deine aktuelle Mitbewohnerin zustande kam? Ja, so ungefähr schon, ja. Übrigens, wir suchen einen neuen Mitbewohner oder Mitbewohnerin. Nee. Du gehst? Nee. Eben jene. Da braucht ihr doch eine Mitbewohnerin. Ja, muss ja nicht sein. Also bei drei Leuten kann man eh keine Frauenquote erfüllen von 50%, von daher. Man braucht ja eine ganz, ganz dicke. Nein, oder Transgender, oder wenn das so halb ja. ist, die dann wäre das schon... Das Verhältnis noch geringer quasi. Eine Frau, ein Mann und ein Transgender. Siamesische Zwillinge, die beide Frauen sind. Na, dann aber dann seid ihr zu viert, ja, oder? Exakt. Ja, aber dann haben wir 50% Frauenquote. Ist ja quasi eine Person so irgendwie. Also die passen ein mit zwei bisschen. Köpfen. Mit zwei Köpfen, Also schön. Also bewerbt euch bei nostarafu@freenet.de, wenn ihr gerne wohnen wollt in der Weimarer wunderschönen Nordstadt bei den Assis. Hallo. Und Robin. Danke. Ja, worauf würde ich eigentlich hinaus? Sie hat gerade übelst die geile Überleitung. Der Hitler-Effekt hier, was war das? Ja, Herr Newstime. Herr Newstime-Effekt. Weißt du, wer den auch hatte? Herr Newstime. Hitler? Ja. Weißt du, wer den auch hatte? Goebbels. Nee, so ähnlich. Hitler? Grönemeyer, der wurde nämlich mit Goebbels verglichen. Ja, ja. Ein riesen Twitter-Shitstorm. Grönemeyer hat nämlich auf einem Konzert rumgebrüllt. Und das hat er gemacht, weil... 3 mm nach rechts! Wie halt so, ja. Der singt ja immer so, als würde er gerade auf dem Klo sitzen. Ich muss kurz mal was googeln, da kann ich gleich einen Gag machen. Ich will mich nur absichern, dass ich auch die richtige Person war. Es ist nicht Westernhagen, oder wenn du jetzt denkst. Nee, er hat einfach ein Konzert gegeben. Und hat auf diesem Konzert, eine Minute war das, hat gesagt, ey, hier, die Politiker und so, das instrumentalisieren, bla bla bla. Und die Menge wurde halt immer lauter, deswegen wurde er auch immer lauter. Und am Ende hat er dann geschrien, kein Millimeter nach rechts. So, ja. Und dann kam dann von, hier, wie heißt Beatrice von Storch und so. Ne, die haben von Strolch. Dann alle, ja. Von Strolch. Die haben dann alle gesagt, ey, guck doch mal, der Grönemeyer, der ist ja wie Goebbels. Ja, der ich ist kann ja nicht mehr sehen. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, total und radikal, als wir uns überhaupt erst vorstellen können? Danke dafür. Lasst den Raum mit Sonne geflutet. Bitte macht weiter. Ja. Da war schon eine ganze Gang. Mensch heißt Mensch. Außer er ist schwarz und kommt übers Mittelmeer.
Nee, Goebbels, das gab es damals noch nicht, Flüchtlinge. Hey, Brennpunkt Internet! Tausend Applaus! Gott, Alter. Aber sie hat danach noch irgendwie auch getwittert, irgendwie, ich habe gerade die Welle gesehen und das passt ja zur heutigen Antifa. Das war wieder so völlig... den Film? Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, was ist denn jetzt schon wieder, was ist denn mit den Malediven jetzt schon wieder passiert? Ja, also die Welle ist ja ein Buch oder ein Film, haben wir auch so gesprochen vorhin, genau, wo es halt geht, wie schnell man in diese Kreise kommen kann, wo man irgendwie sich einer Gruppe angehörig fühlt und danach irgendwie sogar Morde begeht und so für diese Gruppe. Und da hat sie dann die, was eigentlich eine Kritik war an den Nationalsozialismus und solche Geschichten, und sie hat das dann umgedreht auf die Antifa. Sehr interessant. Ja, man kann ja alles framen, wie man möchte, ne? Reframing heißt das. Ja. Geil, hast du nicht mitbekommen, ne? Hass habe ich nicht mitbekommen. Hass? Hassanal? Hass Anal? Sultan Hassanal von Brunei, hast du auch mitbekommen? Nee, was? Können wir jetzt bitte wieder Qualität machen? Okay, machen wir Qualität. Haben wir noch was zu Grönemeyer zu sagen, außer irgendwie seine Songs irgendwie umzuschreiben in Drittes Reich ist gut? Aber das Gegenteil, ich war überrascht von Horst Seehofer. Den kennen wir ja alle, ja? Den bayerischen MP. Mhm. Ja. Und der war ja auch immer so, Mauern hoch, Grenzen dicht und so. Und auf einmal wird er ganz alterssenil und hat gesagt, wir müssen oder wir wollen jeden vierten Flüchtling aufnehmen, der in Italien angespült wird. Jeden vierten oder jeden fitten? Beides. Also jeden ich habe mich vor kurzem erst wieder Ali G geguckt und da heißt es, alle fitten Frauen bleiben im Land. Alle nicht fitten. Gespült werden sie in der Regel ja bereits tot. Naja, es war jetzt eine Floskel. Also er will jeden vierten Flüchtling aufnehmen, der halt kommt. Wie macht er das? Innen, mene, mu und raus bist du. Er wird abgezählt, ne? Einfach abgetrennt. Und das finde ich sehr überraschend. Also er hat sich völlig gedreht. Und da gab es Kritik vom... Das ist gar nicht so leicht für ihn, ne? Sich einmal völlig zu drehen. Er ist auch schon sehr alt. Und... Oder? War das ja. Ja, gut. Und der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Moring hat dann gesagt, dass es nicht geht und so, wir müssen Obergrenze einführen. Da hat dann der Seehofer wieder gesagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass man sich rechtfertigen muss, Menschen zu retten. Ich dachte, jetzt Alter, plötzlich, ne? ist der jetzt linksradikal irgendwie geworden? Schadet ja nicht, aber... Nee, was ist da los? Sehe ich auch so. Aber du immer mit deinen linken Themen hier. Gab es da wenigstens einen Hashtag zu oder was? Wir berichten doch hier wir über... Wir finden einfach einen Hashtag... Hashtag jeder Vierte. Jeder Vierte Seehofer. Seenotrettung Hofer. Seehofer-Rettung. Okay. Wir sind heute richtig gut. Ich habe noch ein Nazi-Thema, noch einen ganz kurzen Fall. Herr Gauland hat mir auch schon kurz angesprochen. Hat er seine Unterhose wiedergefunden? Er hat sie wiedergefunden, okay. Seine Badehose. Und er weiß nämlich immer nichts, genau, nichts was sagen. Richtig, er hat ein Interview gegeben und es ist so schön, es geht 20 Minuten irgendwie und er sagt echt in jedem zweiten Satz, weiß ja nicht, kann ich nichts dazu sagen. Sehr so kompetent. Wenigstens hat ehrlich. Mir gefallen. Ne? Richtig, ja, sehr ehrlich. Guckt er wenigstens durchweg wie immer in die Augen des Interviewers? Nee, guckt immer so weg irgendwie. So aufs Ohr. Weiß ich auch nicht. Aufs Ohr. Der guckt immer so schräg runter, das ist ganz komisch. Ja. Ah, ja, stimmt, ja. Ja. War heute die, also heute mal 7, war das die Woche der AfD-Interviews oder wie kam das jetzt zustande? Ja, heute, also die Sommerinterviews quasi werden gerade gemacht. Sommerloch wird gestopft. Ich glaube schon, irgendwie sowas. Okay. Sommer vor Nazis, glaube ich, heißt das. Da werden alle rechten Politiker interviewt. Und auch die Linken, wie Herr Seehofer. Okay, ich hatte gerade eine Überleitung, aber die hat dann doch keinen Sinn gemacht. Deswegen hast du noch was Schönes anderes? Dann finde ich eine Überleitung. Nee, hast du nicht dein Ding jetzt schon abgearbeitet? Nee, Domian kommt zurück. Ah ja, ich weiß, aber die Meldung ist auch schon 2 Wochen alt. Ja, ich weiß. Aber da habe ich Bock drauf. Ach, cool. Ich habe mir auch überlegt, Domian in Real Life mal durch die Stadt zu machen, indem ich mir so ein... Also an sich finde ich es gar nicht so geil, einfach mit dem Kopfhörer und so durch die Stadt zu laufen und mit Leuten zu reden. Aber wenn man sich vorstellt, ich habe so ein Riesenkonstrukt hinter mir mit dieser pinken Decke da hinten dran und so, dann ist es schon wieder ziemlich witzig. Und du brauchst auch diesen Hörsturm, der da steht. Ja, könnt ihr den Table mit da noch tragen, so, den Tisch vorne dran? Hast du auch einen neuen Tisch bekommen zum Geburtstag? Ja. Dankeschön, Groß. Tino. Was? Groß. Draußen? Mhm. Ich sag nichts mehr. Immer wenn ich irgendwas sage, ist komplett der Schwung raus. Das ist Comedy. Hey, das war doch gerade gut. Wir haben doch gerade über Felix von der Supernanny einen Witz gemacht, den keiner verstanden hat, aber wir beide schon. Oder? Wer ist Felix? Draußen ist groß, willst du selber? Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Kennst du nicht, weil du so dumm bist. Hä? Der sagt zu seiner Mutter. Ich hab nie RTL geguckt, tut mir leid. Ich hab das auch nie geguckt, man kennt halt nur den Ausschnitt. Du kennst das, oder? Nee. Auch nicht? Nee. Aber ich kenne Frauentausch. Er sitzt halt am PC und sagt dann zu seiner Mutter, ich scheppert dich um. Und dann scheppert er sie um. Ach cool. Dann meint sie. Ja. Das ist Frauentauschniveau, ja. Nein, das ist Supernanny. Supernanny, ja. Ah, Katharina Saalfrank. Genau, die siehst du? Die kenne ich. Ja.
Da gab es doch diesen kleinen Jungen, der immer auf dem Bett rumgehüpft ist. Und der sie dann abgeschlagen. Kleine Fotze, ja, kleine Fotze. Darf man Fotze im Radio sagen? Apropos im Radio sagen, wie machen wir denn das hier? Seit 4 Wochen wurde nicht die neue Folge im Radio ausgestrahlt, aufgrund von verschiedenen Komplikationen. Einmal war es auch meine Schuld, soweit ich weiß. Da habe ich es nicht rechtzeitig abgesendet, aber nur einmal von 4. Also hier ist halt gerade keiner. Wie machen wir das jetzt? Ich habe schon gesprochen mit dem Herrn Shanghai. Und? Was sagt er? Und er sagt, es wäre ihm nicht aufgefallen. In mir sind zu viele Asiaten. Ich denke auch, ja. Nee, was? Nee, er meint, es wäre ihm nicht aufgefallen, und aber er kümmert sich drum. Keine Ahnung, wir sollen seine Technik schicken, aber ich habe gesagt, wir schicken das immer an beides, an Redaktion und Technik, und trotzdem kommt es nicht an. Ich schicke es immer per WeTransfer rüber, und normalerweise steht dann da, okay, ist angekommen, E-Mail-Benachrichtigung, und dann steht, ist runtergeladen worden. Mhm. Stand halt nicht da, aber gestern zum Mittwoch, Donnerstag. Best Life. Da stand dann da, haben sie runtergeladen. Also sie haben gestern die Folge von letzter Woche runtergeladen. Ja, fürs Archiv bestimmt. Vielleicht wollen sie euch auch gar nicht mehr ausstrahlen. Doch, ich denke auch. Weil wir zu oft Fotze sagen. Ja. Und Holocaust. Ja. So. Das ist übrigens rot und klein und dreieckig. Hab ich rausgefunden. Ja. Gott. Wir haben ja letzte Folge ausführlich über Gender Pay Gap und so geredet. Du als Betroffene. Ich als Frau. Wie viel verdienst du weniger als andere? Leute, wie wär's, wenn ihr einfach mal die echten Probleme ansprecht? Es gibt ein fucking Aussie Pay Gap. Das stimmt. Und das existiert wirklich. Aber wenn im Zuge dessen auch im Osten die Lebenskosten niedriger sind, dann ist ja wieder okay, oder? Weiß ich nicht. Also, weil Wohnungen sind ja hier billiger als in Köln, oder? Ja, ist so. Nun ja, vielleicht liegt es daran, dass hier keine vergleichbare große Stadt ist. Vielleicht. Jetzt hast du sie. Also in Berlin sind die jetzt auch nicht günstig, die Wohnungen. Also ostdeutsche Frauen, die verdienen sehr wenig in Deutschland. Also ich verdiene 300 Euro im Monat bei meinem Freiwilligenjahr. Also kenn ich. Kann ich noch Pass nicht mal auf, ich habe genau das Gleiche verdient. Wir haben gerade das Gender Pay Gap auseinandergenommen. Sehr gut. Ich habe genau das Gleiche alles verdient. Alles geklärt. Alles Schwarzer, begrab dich. Ist die das nicht schon langsam? Wie sieht die denn aus? Also, ja, nicht mehr wie eine Frau, aber Gott, zu ihrem Glück. Die macht den Anti, wie heißt dieser Kardashian? Bruce Jenner. Ach, der. Wie heißt die dann? André Schwarzer. Genau, André Schwarzer. Okay. Obwohl sie weiß ist. Ja, 300, ey, das ist nichts, ne? Ja. Was ist das dann umgerechnet? Irgendwie 2 Euro oder so pro Stunde, 2,5? Was dafür schlage ich mich den ganzen Tag mit Kindern rum, ey. Umgerechnet im Morg sind das 600. Es wäre viel besser, die Kinder zu schlagen. Ja, oder das Essensgeld abzuziehen. Und 6.000 Yen. Ja. Weißt du, wenn du Schminkvideos für Kinder machen würdest, wie die Bibi, dann würdest du Millionär sein. Mit Millionärin. Ja. Millionärin. Wenn ich Schminkvideos mache, bin ich nicht Millionär. Gender Pay Gap. Richtig. Ach doch, es gibt auch Ossi Glossi oder so. Ossi Glossi. Ja, jetzt komme ich als Mädchen. Das sind auch Jungs, die sich schminken, und der ist ganz bekannt. Sind die aus dem Osten? Weil wenn dann wäre es genau die Idee, die du hättest haben können. Also es gibt ein paar Jungs, die sich schminken und damit sehr berühmt sind auf YouTube. Okay, ich habe davon noch nie gehört. Ja, auch so Bands gibt es, die sich schminken. Sehr gut, ich kann mal was beitragen heute hier. Sehr gut. So Bands, die sich schminken. Ich also weiß. Kiss zum Beispiel. Ja, genau, an sowas dachte ich auch. Das ist so dumm. Man kann nicht irgendwelche Gags machen, die kein Mensch versteht. Ja, genau das kann man. Okay. Das ist die große Insider-Sendung heute hier. Ihr werdet keinen Gag verstehen, außer die Hitler-Witze. Gut. Wir brauchen einen Hitlerwitz. Ganz apropos Hitlerwitze, Drohnenangriffe Afghanistan. Was? Wir brauchen einen Hitlerwitz ganz schnell, damit die Leute auch mal lachen. Was ist klein, haarig, viereckig und unter einer Nase? Koks. Der Hitlerbart? Nee, irgendwas Witziges. Ach so. Oh, cool. Cool, danke. Nächstes Thema. Gott, Alter. Ja, Drohnenafghane in Angriffistan. Also, warum? Das war einer deiner Lieblingsgags, an Wörter einfach Istan dran zu hängen. Ne? Ja. Jetzt bin ich gerade auf dem Kloistan, Kakistan. Ja, ist echt so. Das ist, weil meine Freundin zu mir gesagt hat, da kommen die ganzen Kanakistans nach Deutschland. Das war nur ein Spaß, Tino, du musst nicht wieder entsetzt sein. Ich finde, sein. Das ist einfach ein großartiges Wort. Es fasst es einfach zusammen. Ja, auf jeden Fall. Gut, also, warum lachen wir so viel? Da sind 30 Farmer getötet worden. Vielleicht sollten wir das ganz schnell übergehen, damit wir weiter lachen können. Farmer? Die Farmer. Oh Gott, Alter, Tino. Ja, aber ohne Mist haben die Drohnen wieder aus Versehen daneben geschossen. Ja, und ist so. Und mal die Möhren erntet weggebombt, oder? Genau, das wo kann ist Rezo? Ja, wo ist Rezo? Es ist halt wirklich so, USA, ne, haben wieder Drohnen geflogen und vermeintlich waren da wieder irgendwelche Terroristen oder so. Jetzt wurden halt irgendwelche unschuldigen Farmer weggebombt. Und
Das wird wahrscheinlich den Terrorismus. Haben die alle keine Playstation-Spiele? Können GTA zocken ohne Scheiß? Ja. Können sich so geil abreagieren. Nee, da wirst du aggressiv und wirst 3-1-4-1. Und wirst zum Amokläufer. Was? Stand gerade auf die Uhr drauf. Ach so, schön. Ja. Also war ein großes Thema diese Woche, haben sich viele drüber aufgeregt, weil es einfach nur weiter Terrorismus befördert, weil die Familien von diesen Farmern, die wollen ihre Möhren dann wieder so Scheiße machen. Also, ich meine, aufregen bringt halt nichts, aber was willst du machen? Das ist so zum Kotzen. Sich entschuldigen erstmal. ich jetzt als jemand, den das Sorry, we burned your village, here's some gold. Ja, was, da kann man doch sich gar nicht mal politisch gegen wehren. Man kann doch da als Typ, der sowas hört in Nachrichten, was kann man da machen, um da irgendwie dafür sorgen, dass es irgendwann mal nicht mehr passiert? Man kann sagen, dass es schlimm ist. Und im Brennpunkt Internet drüber sprechen. Richtig. Genau. Ja, damit die große Community dann auf die Straße geht. Also rein theoretisch könnte ja jeder Zuhörer, also erstmal ne, immer schön eure Fakten checken, wir sind hier keine Nachrichtensendung. Ganz kurz, ja. ZuhörerInnen. Zuhörer, SternchenInnen, Innerinnen, MargarineInnen. Divers. Ja. Das, also man kann ja theoretisch seinem politischen Vorgesetzten, Vertreter, wollte ich sagen, schreiben. Hier, mach das mal zur Debatte oder so. Aber dieses Afghanistan-Ding, das geht ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Also, ja, man kann drüber reden. Uns nicht unter den Teppich kehren. Das und twittern darüber und das teilen auf Facebook. Apropos Drohne. Vielleicht kommen wir zu lustigeren Sachen, was mit Drohnen zu tun hat. Das fand ich nämlich wirklich witzig. Eine Drohne mit einer Clownsnase. Ja! Was ist lustiger als ein totes Baby? Zwei tote Babys. Ein totes Baby im Clownskostüm. Das war das damals auch. So ein Gag, den man kenn sich... ich. Egal. Nee, das ist nicht witzig. Nein, Drohnen. Es gab einen Anti-Putin-Politiker, der in Begriff war, geradet zu werden beim Kremlin irgendwie, was weiß ich. Und der hat eine Drohne genutzt, um eine Festplatte abzutransportieren, bevor er gefasst wurde. Und das fand ich so geil. Also erstmal, es ist immer noch schneller als ein Download in Deutschland. Ist richtig, das wollte ich gerade sagen. Also Daten zu verschicken mit dem Internet bietet sich ja an, ja. Aber die kreativere Lösung ist halt, so eine Festplatte an eine Drohne zu machen und dann wegfliegen. Kam er durch damit? Soweit ich weiß, kam er durch, aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. Ich fand es auch einfach nur eine lustige Meldung. Ja, also es stand halt da, bevor die Government Officers da ankommen konnten. Wollte nicht auch Amazon mal liefern mit Drohnen? Ja, in Amerika ja, machen die doch die kommen da schon, an, oder? Die in die Festplatte klopfen gerade. Und er hat so einen Controller in der Hand. Das Headset auf. Warum auch immer. Ja, VR-Headset, ja. Macht noch ein paar Loopings unterwegs. Und ich stehe so, ach Mensch. Scheiße. Zappalot noch eins. Ja. Wo ist eine Drohne dahin geflogen? Donnerlütchen. Ich weiß nicht. Die sind einfach weggeflogen und weg war so. War das eine Möglichkeit der Datenvernichtung? Die sind einfach irgendwo hingeflogen. Ja. Und die findet dann irgendein Kind und dann ist da, weiß ich nicht, drauf. Was ist so für eine Festplatte gewesen? Naja, was weiß ich. Vielleicht ist da ja auch nicht. Ich habe mich jetzt nicht gesagt. Nur aus Spaß. Je länger ich drüber nachdenke, desto absurder wird es. Das ist in der Hintergrund. Warum verschicken wir überhaupt eine Festplatte mit einer Drohne? Hä? Ja, es ist eine lustige Meldung gewesen. Ich hatte nicht so viel Vorbereitungszeit. Was wollten die Leute denn mit der Festplatte überhaupt? Naja, drauf gucken, was da so ist. So, ich kann noch mal gucken, ob ich das hier... Anti-Putin-Politician facing Kremlin raid uses drone to fly hard drives away before government officers can get them. Aber irgendwann, wenn jetzt eine Drohne fliegt, irgendwann nimmt doch auch so dieser Empfang ab. Newsweek. Wenn es jetzt eine ganz normale Drohne ist. Ich weiß nicht, ob es so eine Afghanistan-Drohne vielleicht hat es er wirklich einfach raus aufs Meer gedingst. Vielleicht war das auch die Drohne, die dann die Festplatte ist auf 30 Farmer draufgefallen. Ich fände es viel witziger, wenn gleich auf Winter so eine Drohne mit einer Festplatte vorbeikommt. Ah, hier haben wir sie ja schon. So. Ja, Tino oder so, erzähl mal wieder was, dann kann ich hier kurz nachlesen. Ich hatte mal eine Nachbarin. völlig unrelated. Die war doch, pass auf. Ich habe ihr nämlich erzählt, dass ich eine Festplatte bestellt habe. Da war ihre Antwort nur, wir hatten Geburtstag. Was? Wow. Eine Festplatte. Das hat zwei Sekunden gedauert. Warte mal, was? Ich habe den Gag nicht gehört. Eine Nachbarin, ich habe ihr erzählt, dass ich mir eine Festplatte bestellt habe, ja? Weil ich halt das Paket abgeholt habe. Und dann hat sie gefragt, wir hatten Geburtstag. Okay. Robin rafft es immer noch nicht. Die Doppeldeutigkeit des Wortes Festplatte. Hey. Ach so. Wenn der gleiche Gag normal erzählst. Und ich dachte Gott. Keiner? Eine Festplatte. Ja, das kurz dazu. Ich hab nackte Frauen auf meiner Festplatte. Oh. Vielleicht war das ja auch sowas bei dem. Das muss 50. sein. Also russische Security Service. Vielleicht war das ja auch sowas bei dem, die Nacktbilder oder so. Ja, möglich. Das würde nicht gefunden werden. Nude-Picks verschicken per Drohne. Und USB-Stick. Aber serviert auf einer Festplatte. Salami und Käse. Und so halt so
Polaroid-Fotos. Genau. Unter der Salami so schräg drunter. Damit flog die Drohne weg. Das finde ich ein witziges Bild. Footage shows him holding a device that controls a drone hovering at his window outside his apartment. He says that the drone contains his very important hard drives, which have all our valuable digital information. Also irgendwie Secret Service von KGB oder was ist das dann, keine Ahnung, von Russland, haben 43 Städte durchsucht scheinbar. Wie sucht man denn eine Stadt nach einer Festplatte? Naja, so Hauptquartiere von der Oppositionspartei irgendwie. Man konnte auch für diesen Mann voten. Ist halt, wie gesagt, ein Politiker. Irgendwann mal gewesen. Jetzt nicht mehr. Ich würde für ihn voten. Ich finde die Aktion gut. Ja. The footage shows him going to the door as officers are knocking on it and saying through the keyhole, who's there, what do you want? You have sealed up the keyhole. I can't check whether or not you are the police. Blah, blah, blah. I have the right to call a lawyer. Blah, blah, blah. Ja, lest es euch selber durch. Dann meint er nur so, ja Leute, ich mache ich gleich auch, ich muss kurz aufs Klo. Und dann hört man nur so. Alter, fliegt da seine Scheiße weg, weil die Spülung nicht geht. Der wollte eigentlich deutlich. Das war eigentlich das Klo. Scheiße, das ist großartig. Scheiße, oh Mann, ich habe mir das Klo verstopft. Gott, Alter. Ja, großartig. Dann der Top-Post, wenn ich schon die größten Nachrichten diese Woche erzähle, der Top-Post auf ganz Reddit diese Woche war, der Präsident von Irland sieht aus wie Danny DeVito, der Bernie Sanders spielt. Einfach nur ein Bild von ihm. Echt? Ich muss sagen, es ist eine sehr akkurate Beschreibung. Ich kann es dann euch auch gleich mal zeigen. Kennt ihr Danny DeVito? Danny DeLittle Little ist ganz süß. Doch, Danny DeLittle, my hard drive. Das ist dumm. Danny DeLittle. Nein, der kleine, dicke Schauspieler. Ja, deswegen, Danny DeLittle ist gar nicht so schlecht. Kleine, dicke Schauspieler, so. Ja, stimmt, da kommt nur einer in Frage. Der ist halt wirklich klein, der ist 1,30 oder es so. Es stimmt einfach. Ja. Es stimmt einfach. Also er ist jetzt wer? Bernie Sanders kennst du, oder? Machen wir nochmal ein Bild von dem auf. Warte mal. Ja, wir machen mal alle. Macht jetzt mal, das ist jetzt mal interaktives Hörradio hier. Wir machen jetzt mal alle drei am Empfangsbolzen. Leute, macht mit, macht das Bild auf. Macht jetzt mal drei Fotos gleichzeitig auf. Haltet das Handy in die Luft, schickt mir eure Bilder. Ihr braucht drei Handys. Aber es könnte auch inzwischen nur Danny DeVito sein, also mit den grauen Haaren. Ja, stimmt. Das sind jetzt dieselben Personen, oder? Nee, das ist Danny DeVito, der Schauspieler, der eine. Das ist Bernie Sanders. Nein, das ist der irische Präsident. Der irische Präsident. Und Bernie Sanders. Mach mal bitte dein Handy jetzt auf. Ich habe nicht so super Internet, aber. Bernie Sanders hat gegen Hillary quasi verloren, hätte für die. Ich weiß, ich habe nur das Bild gerade nicht im Kopf, wie der aussieht. Ach so, naja, alt und weißhaarig. Du kennst doch. Bernie Sanders halt. Bernie Sanders. Das konnte man nicht verpassen, aber jetzt guck mal das Bild. Ja, warte. Du musst währenddessen das offen lassen. Du hast also quasi kein Handy, oder wie? Heißt der Bernie oder Bernie? Bernie. Weil du gerade mit V geschrieben hast. Ich dachte, ich habe das mein Leben lang falsch gesagt. Das ist schon mega peinlich, dass mir das Bild nicht einfällt. Mein Opa Bernie. Mach das auch mal, Leute. Ja. Mach das auch mal. Googelt mal Danny DeVito und mit einem anderen Telefon oder mit einem Rechner irgendwie Bernie Sanders und dann guckt ihr nach dem. Da weißt du. In der Sahara ist ganz viel Bernie Sanders. Oh Gott. Wer ist der andere? Der Präsident weiß ich gar nicht, wie der heißt. Das ist Danny DeVito. Ja, es lädt nicht. Ja, Leute, also, jetzt ich mal Internet, ich guck auf meinem eigenen Telefon. Ja, lass es bitte jetzt offen, Bettino. Lass es bitte offen. Hier. Ah, jetzt ist es offen. So. Ach, der, ja, ist halt jetzt klein, aber ja, ich habe den Witz verstanden. Okay, ich habe halt zwei alte Männer, keine Ahnung. Man hat den Gag nicht verstanden. Ja, aber es ist eine sehr akkurate Beschreibung. So, 131.000 Upvotes, das ist sehr, sehr viel. Haben sehr viele Leute gefeiert, aber Bernie Sanders, muss man auch sagen, hat sehr viele Freunde auf Reddit. Viele Leute sagen, oh, jetzt wollte ich gerade cool sein, rülpsen, es kam nicht uncool. Stimmt, hatten wir diesen Podcast noch nicht. Auf Kommando rülpsen. Maya, willst du vielleicht nochmal rülpsen? Nicht in Reihe. Ich bin noch eine Lady, das macht man nicht. Ach, okay. Voll die Geschlechterrollen hier, weißt du? Toll. So, wollen wir noch kurz über Boris Johnson reden? Ja, das unbedingt. War der, okay, ja. Also der, ist auch, wir sind immer so richtig uninformiert, ne? Ich verwechsel einfach mal Politiker miteinander, das ist das Problem. So wie Greta Hitler, Höcke, ja. Thunberg innen. Genau. Egal. Julia Thunberg. Nee, ich will es auch nur kurz abreißen. Es ist eigentlich egal, was ihm passiert ist, aber diese Vorstellung, ich habe mich dann mal da so reinversetzt. Ja, ich habe mich mal in Empathie geübt. So, Boris Johnson, ja, sein Leben lang will er irgendwie hier Premierminister werden. So, jetzt hat er es erreicht, ist krasser Typ so. Hatte eigentlich so eine Debattierrunde mit dem Premierminister von Luxemburg, ist dann aber gegangen. Der luxemburgische Typ stand dann da alleine rum, neben ihm Podest, wie heißt das, ein Podium, ohne jemanden. Und alle haben halt geboot und so, deswegen ist Boris Johnson gegangen.
Und EU hat ihm jetzt ein Ultimatum gegeben, in 12 Tagen soll da irgendwas passieren oder it's over. Das haben wir jetzt aber auch schon ein paar hundert Mal gehört. Also das Was soll da over sein? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann mal da reinversetzt. So, du willst dein Leben lang hier irgendwie politisch krass werden, ja? Dann erreichst du das und sofort bist du im Amt und alle dissen dich, alle scheißen dich von allen Seiten zu und du kriegst nur Gegenwind. Also jetzt mal davon unabhängig, ob er es verdient hat oder nicht, aber einfach diese Vorstellung. Klar, du denkst scheiße. So, oh geil, ich habe es endlich erreicht, so, und dann nur Scheiße in dein Gesicht. Das erinnert mich an diesen einen YouTuber, der zum ersten Mal berühmt wurde, aber mit einem Sexismus-Video. Ja. Hauptsache bekannt werden, ist ja egal wie. Das stimmt. Erstmal das Ziel erreichen und dann gucken, wie es weitergeht. Ich meine, jetzt kann Boris Johnson ja auch YouTuber werden. Wenn die Politik nicht klappt, dann zum Beispiel. Bekannt ist er ja schon. Ich glaube, es würde gut funktionieren. Und dann es gibt ja auch immer mehr. Er könnte halt Coachings machen, einfach Speaker werden. Ja. Und Motivationsvideos. Kann er halt auch nicht so gut, finde ich, speaken. Aber es gibt ja immer mehr Leute, ne? So berühmte. Es gibt immer mehr Leute, das ist ganz verrückt. Das ist das Problem auf der Welt. Hier, ja. Scheiße, 8 Milliarden bald. Nein, Will Smith zum Beispiel, ja? Das ist ein Schauspieler. Auch. Den gibt's ja. Und der hat halt auch seinen YouTube-Kanal jetzt seit 1-2 Jahren. Wirklich? Ist, was macht denn der da? Du weißt es gar nicht. Nee. Ich hab's auch noch nicht Echt gesehen. Echt krass. Der war ja selbst im YouTube Rewind letztes Jahr drin. Und hat gesagt, oh, that's hot. Und dann haben die Leute das alle so bearbeitet, dass er mit dem Fernglas in die Sonne guckt. Ja, so Menschen wie er, die müssen ja auch nicht viel arbeiten. Also die haben ja schon gearbeitet, müssen nur einen Account erstellen, kriegen schon nach 3 Tagen 1 Million Abonnenten. Ja, genau so ist es gewesen. Also, aber auch schön. Ich wollte nur sagen, so unabhängig, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass Boris Johnson vielleicht auch einen YouTubes macht. Wäre mir auch lieber als Politiker, meine Meinung. Ja. Meine persönliche dann Meinung. Dann müssen wir ihn nicht so oft sehen. Ich denke auch. Stimmt, das ist ja dann on demand. Da kannst du hingucken, wenn du willst. Ja. Gut, dann kommen wir zu noch unbekannteren Politikern. Das fand ich nur eine kleine witzige News. Justin Trudeau, kennt ihr den? Nein. Das ist der Premierminister von Kanada. Das ist auch so ein Blackfacing, ne? Brownfacing. Ja. Der hat nämlich vor 20 Jahren, 2001, witzigerweise Anschläge und so, ne? So, so ein Zufall, ja. Ja, nee, also es war wirklich unabhängig davon, aber er hat halt Brownfacing gemacht und jetzt ist wieder Wahl in Kanada und da wird da sowas natürlich rausgekramt. Das Brownfacing, dass man, was ist denn das? Naja, dass du einen Araber darstellst. Also Blackfacing ist halt Afroamerikaner. Sein Gesicht nach dem Geschäft quasi ins Klo reinhalten. Ja. Warum habe ich das Gefühl, dass sie jetzt Blödsinn? In dem Klo ist doch gar keine Kacke, die hängt doch an der Drohne dran. Ach so, ja. In Russland zumindest. Nee, aber ich finde an der Sache erstmal witzig. Also Brownfacing heißt es wirklich nur, weil er einen Araber darstellt. Aber der Teint von seinem Gesicht ist exakt der gleiche, als würde er einen Afroamerikaner. Also, was heißt denn, er hat einen Araber Ein Weißer. Hat sich einen Turban aufgemacht für Halloween oder so. Okay. Und hat sich braun angemalt im Gesicht. Ja. So. 2001, als das eigentlich noch okay war. Ja. Quasi, ja. Das ist jetzt schlimm. Ja. Okay. Weil Wahlen sind. Okay. Aber er ist ja sonst ein guter Mensch. Er macht ja auch mal so CSD-Veranstaltungen und findet alle Menschen toll und ist tolerant. Und jetzt wird das rausgekramt von vor 20 Jahren. Und ja, sie wollen ihm da quasi jetzt einen Strick draus drehen. Ja. Na, das kriegt er hin, oder? Ich finde nach wie vor, dass alles totaler Quatsch. Er hat sich auch entschuldigt. Also das Ding ist, das ist Quatsch, wenn auf der einen Seite, wenn Brownfacing irgendwie schlecht ist, müsste doch auch schlecht sein, wenn du dich als Frau verkleidest, wenn du ein Mann bist, oder? Exakt. Also, wenn er jetzt nicht sagt, oh, ich bin Araber, ich bin so dumm. Ja. Was er wahrscheinlich nicht gemacht hat. Wahrscheinlich nicht. So. Es gibt halt ich finde, selbst sich als Frau zu verkleiden und zu sagen, ich bin so dumm, ist okay. Man spielt ja die Rolle einer Person und nicht eines kompletten Geschlechts. Ja. Naja. Die sind doch alle gleich. Nee, also, ich fand's ganz witzig. Einfach die Vorstellung, dass du malst, also es gibt einen braunen Ton, den machst du dir ins Gesicht. So. Dann machst du dir eine Gangsterkette um oder so und 2 Pistolen, dann machst du Blackfacing quasi. Aber wenn du einen Turban aufsetzt mit demselben Gesicht, dann ist es Brownfacing. Das ist der Skandal. Ja, für mich schon. Das ist einfach eine optische Illusion. Du kennst doch sicherlich das mit diesen Grautönen, einmal mit Schwarz und einmal mit Weiß drumherum. Ja. Naja. Ja, und dieses Kleid da. Oh, das Kleid. Ich war feste Überzeugung, es ist blau und gold. Nein. Es war gelb und silber oder so. Je nach Bildschirm. Also bei mir sah es blau-schwarz aus, auf jeden Fall. Blau-schwarz? Die Möglichkeit gab es doch gar nicht. Tino, bei dir vielleicht grün-pink oder so? Ich habe gar keins gesehen auf dem Bild. Das war ganz... Das war eine ganz von Gauland. Nee, das war eine ganz normale Kleidung. Ganz normale Pulli für dich. Ich habe nichts gesehen, ja. Bonnie und Kleidung. Oh. Das tat aber weh. Oh.
So, wollen wir jetzt die Laune noch ein bisschen runterziehen mit Hongkong, oder? Ach Mann, die Drohne war so witzig mit der Clownsnase. Ja, ich bekam irgendeinen Artikel über Hongkong, ich habe ihn aber nicht verstanden, weil auf Englisch war und so kompliziert. Ja, also es wurden halt abgetrennte Beine gefunden. So, ja, und die Polizei. Auch die zugehörigen. Na und? Die Polizei Menschen. Die Polizei hat gesagt, es ist ein Selbstmord gewesen. Also hat sie jemand vermisst, ist die Frage. Entschuldigung, so Annonce in der Rewe. Läuft richtig das, Beine hallo? Gefunden. Die Leiche. Kannst du so Zettel abziehen, so Telefonnummer. Die Leiche wurde gefunden, die Beine und der Oberkörper waren getrennt. Etwa 70 Kilometer entfernt, das war Selbstmord. So reden die in Hongkong. Ja, eben. Das ist nicht der hongkonesische Dialekt. Tino, das hast du noch gut gemacht, mach bitte weiter. Danke. Die gefundene Person hat sich selber 80 Mal in die Brust geschossen, sich erhängt und hat sich in den Hintern gestochen, um ein zweites Loch zu erschaffen. No. Wir gehen von Selbstmord aus. Es ist halt wirklich die Meldung gewesen, so. Die vielen blauen Flecken, die kommen von einer Sadomaso-Veranstaltung, die Person einen Tag vorher besucht hat. Die Person, wir schließen ein Fremdverschulden aus. Danke. Doch, Sachsen, Paule. Kennst du dieses. Das ist halt genau diese Polizei, die so redet. Das war Jens Hong. Ronny Hong. Geben wir wöchentlich irgendwie den besten Brennpunkt-Moderator? Was moderieren wir? Alter. Was hast du für ein Wort gesagt? Was habe ich denn gesagt? Spul mal kurz zurück. Nicht moderieren, Alter. Nominieren. Alter, hast du nominieren gesagt? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Wir moderieren den besten Brennpunkt-Nominator. Ja, wir moderieren sowieso den besten Brennpunkt jede Woche. Wollen wir eigentlich im Anschluss den Padumcast drehen? Wir haben heute den ganzen Tag das Studio. Weiß ich nicht. Das stimmt wirklich, heute ist keiner hier. Könnte man theoretisch machen, ja. Okay. Habe ich irgendwas vor noch? Nee. Ist schon, übrigens, Leute, es gibt noch den Padumcast. Und den Flotcast. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Tino, das war sehr, sehr witzig. Danke. Und ich würde dir gerne dafür heute den goldenen Tinko-Anrancher überreichen. Oh, danke. Ich male ihn dir hier hin. Das ist einfach. Das ist muss einfach muss ans Volk reden. So zwei Kreise für den Hintern und da ist so ein Schwanz drin und dann ist so ein Schwanz. Wenn dann auf dem Balkon, bitte. Achso, ja, auf dem Balkon. Ja. Ja. Dankeschön! Und noch eine kleine Meldung, die ich ganz nett fand aus, aus dieser ganzen Hongkong-Debatte. Einen sehr schönen Award hast du da gezeigt. Oh, danke. Das bist du, das ist dein Popo und das ist. Ich würde gerne meinen beiden Beinen danken, ohne die ich hier nicht stehen würde. Es sind zumindest schon mal nicht die, die in Hongkong liegen. Aber was denken wir denn jetzt darüber, dass die Polizei jetzt. Okay. Ja, ich rede. Ja, genau. Richtig so. Ist nur. Also die offizielle Vermutung ist natürlich, dass. Die Polizei zerschnetzelt jetzt die Demonstranten, das, oder? Also wenn dann, dass es sowas Triadendinges wieder ist, ne, dass die Triaden da irgendwie Leute verschwinden lassen und. Es offensichtlich ist, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, aber offiziell. Ach, die Beine vergessen, du Idiot! Na, wie ist denn das? Kommt dann so ein Polizist, ja, komm mal her jetzt, komm, jetzt schnell ich die Beine ab, es reicht. Komm mal her jetzt. Und ja. Dann, oder wie läuft sowas ab? Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Oder nimmt ihr so dabei. Mit in den OP-Saal, so Skalpell. So ganz empfindliche Schnitt gemacht. Wie läuft denn das? Nee, ohne Scheiß. Vor allem, wie kommt man auf die fucking Idee? Ich weiß es nicht. Und vor allem, so. Man hat halt, wie gesagt, nicht denjenigen gefunden, der die noch brauchen könnte. Ich glaube, die offizielle Meldung war auch, das war ein Selbstmord durch... Vom, ja, aber also, ohne Scheiß, pass auf, ich kenne kein Selbstmordszenario. Ja, ich auch nicht. Was hat er denn gemacht? Pass auf, das habe ich gar nicht erwähnt. Diese Beine sind von einem Haus runtergeflogen. Es war Selbstmord durch Runterfallen. Ach, er wollte springen, aber sein Oberkörper hat sich noch anders überlegt. Ja. Und dann ist er gerade so festgehalten. Die Beine hatten so viel Schwung. Nein, ohne Scheiß. Welches Szenario? Wie geht das? Gar nicht. Das ist ja die Sache. Wahrscheinlich. Also halt sehr aufwendig, ne? Also das, hinsetzen, ja. Motorsäge und dann. Eben. Zack. Und es gab nur die Beine. Vielleicht ist er auch angerannt und da war so ein Schild. Und er ist vor das Schild gesprungen. Und die Beine hatten halt. Ich weiß es nicht. Offiziell, ne? Selbstmord, aber. Es klingt halt wieder so ein bisschen verschwörungstheoretisch, ja, dass die Polizei mit den Triaden zwei Beine und so. Sind nicht de facto eine Leiche. Insbesondere, weil halt irgendwie der relevante Teil noch fehlt. Wer sagt denn überhaupt, dass die Person tot ist? Da weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe halt auch ein Bild gesehen. So. Atmet also sie noch? Kann ich nicht sehen. An einem Bein so eine Massage gemacht. Moment, das kriegt man doch. Ich gebe dich auf. Ja.
Gut, dann machen wir noch eine Uplifting-Sache und dann fassen wir die Woche mal zusammen, würde ich sagen. Ich muss noch was Trauriges erzählen. Okay. Ich bin der dümmste Mensch überhaupt, das dümmste Schwein weltweit. Okay. Ich habe mir von Stressy die Switch geliehen, ne? Mhm. Wegen Zelda. Und ich jetzt hierher gefahren, ne? Nach Thüringen zu Besuch heute, heute Mitternacht. Und heute kommt das Game raus. Mhm. Und Thüringen ist das einzige fucking Bundesland, was irgendwie Feiertag hat und ich krieg das nicht. Geil, oder? Du wolltest es hier kaufen, ja, oder wie? Ja, okay. Exakt, weil wie sonst, ne? Hm. Jetzt muss ich bis morgen warten. Ich habe sogar gute Laune-Typ schon eine Insta geschrieben, dass er mich trösten soll. Gott, Alter, du und dein gute Laune-Typ. Ach, das ist ein hervorragender Typ, das denkst du gar nicht. Tja, das passiert, wenn man eine rote Regierung wählt, ne? Rot-Rot-Grün hat ja dafür gesorgt, für den Feiertag. Ach so. Deswegen AfD. Okay, ja, okay, aber jetzt mache ich mal kurz noch die Zusammenfassung der Woche. Ich fasse zusammen. Wir haben gehabt Bielefeld, Hauptbahnhof. Das war die Woche davor. SUV. Achso, das war okay. Das war die Woche davor. Wann fängt diese Woche an? Heute. Da fängt quasi heute an. Wir haben einen Fridays for Future Protest. Wir haben Höcke bricht. Interviewer hält seine Haare. Da hat Gauland nackt gesehen. Deutschland jeden vierten Frühling. In Italien aufnehmen. Jeden vierten Frühling einen Flüchtling aufnehmen. Das war die Aussage, glaube ich. Lindemann-Album, Moment mal. Neues Album. Lindemann-Album. Du versuchst das jede Woche hier reinzukriegen. Nein, letzte Woche nicht geschafft. Nie klappt das. Nein, da war nur die Single raus letzte Woche. Jetzt ist das Album quasi. Wir haben den goldenen Tingo-Anrancher an Tino Ranach gegeben. Danke für meine Parodie von Ronny Hong. Nes-Magazin. Neo-Magazin Royale. Ja, ich mache nicht mal alles in die Sendung rein. Nur das, was halt passt. Nicht alle von IB gewalttätig. Was ist ich das? Kenne keinen von der IB. Ja, das war doch also, die da, der IB ist mein Träger von meinem freiwilligen Jahr. Muss ich jetzt Angst haben? Sind die gewalttätig? IB ist die identitäre Bewegung. Findest du diese? Also das bei ist mir dein heißt Arbeitgeber. Internationaler findest Bund. Ja, ja. Okay, das findest du diese Aussage dumm, ja? Richtig dumm. Die Aussage, nicht alle von IB gewalttätig, ich kenne keinen von der IB. Ist sie dumm, die Aussage? Sag mal ja oder nein. Die Aussage dumm? Da? Ja. Die ist sie auf dem Papier. Ja. Siehst du die Aussage da? Ja. Dumm. Nein, sie hat Gauland getätigt. Das wollte ich auch noch dazu sagen eigentlich. Ach so. Aber haben wir nicht geschafft. Na, jetzt hast du es doch geschafft. Ja. Du Assi. Erst sagt er irgendwie, ich kenne keinen, der da gewalttätig ist. Das sind auch okay Leute dort teilweise. Und dann im nächsten Satz dann, ich kenne keinen von denen. Ach ja, also so. Kennt auch keinen Gewalttätigen. Was ist daran falsch? Richtig. Dann haben wir noch Domian kommt zurück. CSU 2. Glücksspiel-Hype. Ja, mit Montana Black. Ach Alter, ja, das ist übelst langweilig. Schrei ich mal auch durch. Habe ich mal auf den Stream geguckt, habe geguckt, was links so in besten Dings ist und dann war da einfach nur so ein Scheiß. Ja. Das war übelst langweilig. Der ist ein mega Erfolg. Montana Black ist mittlerweile der erfolgreichste Streamer der Welt. Deshalb war er ja... Wow. Deshalb war er links. Windhorst, hey, deshalb war er links aufgerichtet. Aufgelistet. Alle gucken. Aufgerichtet. Und ja. Ich so, ah, Robin Stream, guck mal, was der berühmte Streamer so macht, um zu gucken, was Robin so besser machen kann. Hm. Ja, jetzt lege ich hier eine Karte hin. So, Hurensohn. So, nee, muss nicht sein. Geil, oder? Verstehe ich nicht ganz, was daran irgendwie geil sein muss. Naja, was geben wir in der Woche? Also, vergesst nicht Area 51 Raids, die waren auch richtig heftig, auch wenn wir es noch nicht wissen. Aber wir müssen bedenken, Kreischorsch hat nur Dings bekommen, ne? Alter, ich hatte sowas Witziges gestern mit Christchurch. Nee, vorgestern im Stream. Was hatte ich denn da gesagt? Das war so witzig. Vorgestern? Du machst dir gerade deine Lippen wie Sarah Connor, Alter. Oh Gott. Ja, nein. Das ist mir letzte Woche erst bewusst geworden. Ich mach's ein paar Dummcasts. Leute, hört ihn. Ich sag's dann erst später. Anteasern und jetzt nicht sagen. Ja, richtig, genau. Cross-Promo heißt das. Also war eine gute Woche, wir haben Beine, wir haben Drohnen, wir haben 30 tote Farmer durch herunterfallende Festplatten und Kotreste, es ist der Wahnsinn. Wenn auch nur einer stirbt in Nevada heute, dann würde ich schon sagen, das ist schon... Er sagt jetzt wieder eine Zahl und dann sage ich, das können wir nicht machen, Christchurch Run 9. Ich weiß, ich traue mich gar nicht mehr, aber... Wenn echt jemand stirbt dort, irgendwie ein junger Mensch, der da so mit Naruto. Ich finde, da können wir der Woche guten Gewissens gleiche Wörter wie Christchurch geben. Eben, ich würde sagen, wenn echt jemand stirbt, dann würde ich auch dem eine 9 geben. Ich sage, wir geben eine 8 und revidieren das im Nachhinein, falls da heute was richtig sind. Ich finde die auch 9. Richtig. Ja. Aber so ist erstmal 8. Aber wir haben es gar nicht demokratisch. Ich würde mich auch auf die 8 einigen, also so krass. Also es war nicht das eine große Happening, aber so Beine und Drohnen und so. Die Beine fand ich cool, ja. Alter. Und ich meine hier, der irische Präsident und so weiter. Und die Uplifting News für nach der Bewertung habe ich mir noch aufgehoben. Burger King UK entfernt alles Plastik aus dem Happy Meal.
Ja, wenigstens war es ja. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, wer ist denn dieser Burger King UK? Aber du hattest Burger King UK gesagt. Martin Luther Burger King. Verstanden. Martin Luther Burger King UK. Und die haben dann gesagt... Willst du Holzspielzeug? Also erstmal, ich weiß gar nicht, ob das Happy Meal dann noch happy ist, wenn da keine Spielsachen mehr sind. Das ist ein Traurig-Meal. Ja, Sad Meal. Für unsere internationalen Freunde. Gott, das Alter. Nein, aber durch diese Tätigkeit, durch diesen Verzicht auf diese Kack-Wegwerfspielzeuge, werden 320 Tonnen Müll jedes Jahr gespart. Und das ist nur Burger King UK. Mein wow. Das ist schon hart. Also wenn man das hochrechnet auf die ganze Welt, ist schon heftig. Mein Vorschlag wäre, die machen ganz dicht. Ja, dann hätten wir noch viel mehr gespart als CO2. Wenn die jetzt noch das Plastik aus den Burgern rausnehmen, dann finde ich den Laden eigentlich fast schon... Ja. Doch. Auch meine Meinung. Es gibt ja auch einen neuen BK, ne? Wir hatten, ja, stimmt. Oben. Es gibt einen neuen BK hier in beim Netto oder was da ist. Ja. Beim Netto? Wo? Ja, Riesener Straße hoch. Gehen wir da mal hin? Nee. Wir hatten auch mal einen Burger King hier. Das weiß ich, der zweistöckig Zeit. War, wo kein Schwein drin war. Richtig, aber der war eigentlich beliebt so in meiner, so in meinem Kreis. So. Aber da war wirklich nie jemand drin. Naja. Der war von der Zeit immer gut. Eine geile Story gab es zum Zwiebelmarkt damals. Da hat jemand einen Burger bestellt und es hat halt länger gedauert, weil Zwiebelmarkt war und hat gesagt, der ist kalt! Und hat den Burger dann hintergeflackt zu den Leuten, die den gemacht haben. Haben die dann geweint? Ja, ist ja Sad Burger King. Nee, weil die haben sich um den Burger gesetzt. Sad Meal, scheiße. Den Witz deswegen verkackt. Mussten die auch schließen dann. Ja. Wegen dem Vorfall. Ja. Das ist arme Burger. Wurden alle Mitarbeiter gleichzeitig gekündigt. Hey, liebe Leute, das war der Brennpunkt Internet. Eigentlich müssen wir abmoderieren. Ja, stimmt. Aber ja, stimmt. Was sagt ihr immer zum Schluss? Okay. Na, wir reden über irgendwelche dummen Sachen. Und dann kommt die Musik. Und hey, Maya, hast du eigentlich schon mal Autofellatio probiert? Was? Hey, das ist doch Brennpunkt Internet. Ich glaube, Frauen können das gar nicht. Wer weiß. Das glaube ich nicht. Das ist der ist unser Running Gag aus dem anderen Podcast. Deswegen, okay, ja, Autofellatio ist, wenn man an sich selbst Oralverkehr performt. Aber es ist halt auch schon für Männer so gut wie unmöglich. Wenn das eine Frau kann, bin ich echt beeindruckt. Okay. Gibt's Beindruck? Stimmt. Beindruck? Hongkong? Richtig. Der Besitzer der Beine muss sich nur neue Beine drucken? Beindrucken? Ja, einfach so einen 3D-Fleischdrucker. Jetzt haben wir eure Abmoderation versaut. Macht. Wie geht denn die Abmoderation? Na, ihr beschwert euch über die laute Musik und redet über tolle Sachen. Die Musik ist ganz schön laut. Ja, das ganz stört, schön laut. Stört mich. Also kann man die nicht ein bisschen leiser drehen? Vielleicht können wir uns auch mal eine neue Musik aussuchen. Nein, die ist von Basti, die ist geil. Hey boy, won't you come with me? Jetzt verkloppt er mich. Der war immer lieb, aber heute verkloppt er mich. Ich kenne den Song gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, den kennt ja auch keiner. Der ist ich kenne auch nur die Stelle. Ja, der ist ja nicht veröffentlicht. Aber das ist dieselbe Band wie. Nee, du meinst. Dö. Ja, ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. War schön hier. Dö. War schön mit dir. War mir eine Ehre. Ja. Dankeschön. Ich habe dich während des Podcasts kennengelernt. Ja, schön. Und was ist dein erster Eindruck? War ein guter Podcast. Danke. Gute Maya. 8/10. Tschüss jetzt. Wir sind über die Zeit. Und damit herzlich willkommen bei Podcast.